Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Es ist mal wieder Kaufrausch-Time, Kaufrausch-Time, Kaufrausch, Kaufrausch, Kaufrausch-Time. Und im vergangenen Monat war ich im Disneyland Paris und habe natürlich auch das ein oder andere mitgenommen, aber auch noch ganz viele andere schöne Produkte. Und was ich genau alles im Mai geshoppt habe, das zeige ich euch jetzt. Ja, meine lieben Freunde, ich war im Disneyland Paris und muss euch sagen, ich persönlich finde, ich war echt relativ brav. Das hätte definitiv auch schlimmer eskalieren können. Und beginnen möchte ich gerne mit dem größten Teilchen, das ich von dort mitgenommen habe. Und zwar hier dieses 12-teilige Poster-Set. Im Verhältnis für das Disneyland, finde ich, ist das auch ein sehr humaner Preis von 35 Euro gewesen für diese 12 Poster. Und zwar sind das sozusagen die Aushängeschilder der einzelnen Attraktionen, die ihr dort besuchen könnt. Wir haben hier einmal It's a Small World, dann haben wir die Star Wars Tour, wir haben Pirates of the Caribbean, dann haben wir hier das wunderschöne Dornröschenschloss und auch noch Poster von einigen anderen tollen Attraktionen aus dem Disneyland Paris. Und da mein Freund und ich ja große Disneyland Paris-Fans sind, haben wir uns überlegt, dieses Paket einmal mitzunehmen und möchten die natürlich dann auch zukünftig alle aufhängen. Dann habe ich ja gerade eben schon von It's a Small World erzählt. Die Attraktion ist leider momentan under refurbishment, also nicht geöffnet. Aber als wir dort waren, gab es dieses schöne Lanyard, also dieses Schlüsselband von It's a Small World. Und da das eine meiner absoluten Lieblingsattraktionen ist, musste ich das unbedingt mitnehmen. Ihr habt hier unten noch so eine Karte mit dabei, die kann man aufheben, muss man jetzt aber nicht. Was super praktisch ist, wenn man sich noch so einen Kartenhalter holt, denn wenn ihr dorthin geht, dann bekommt ihr eure Eintrittskarte auch in Form von, ja, so einer Plastikkarte und die könnte man dann da reinstecken. Das war übrigens ein Geschenk von meinem Freund an mich. Er hat das gleiche Schlüsselband für sich mitgenommen. Dann gab es dort noch einen wirklich zuckersüßen Pin, der, glaube ich, anlässlich des Valentinstags ursprünglich herausgekommen ist. Und zwar diesen süßen Pascal-Pin mit diesen ganzen Herzchen. Und wer meinen letzten Kaufrausch gesehen hat, der hat gesehen, dass ich mir so einen Pin-Trading-Rucksack gekauft habe, wo ich die dann alle sicher und trotzdem gut sichtbar verstauen und aufbewahren kann. Und da wird sich jetzt dann demnächst auch dieser Pascal-Pin einreihen. Um diese Kette hier bin ich auf jeden Fall schon sehr, sehr lange drum herumgeschlichen und bei meinem letzten Aufenthalt habe ich sie dann jetzt nun endlich mitgenommen. Und zwar ist es diese schöne silberne Kette mit dem Disneyland Paris Schloss. Ich habe die auch schon einige Male getragen. Die passt einfach zu allem. Ich finde sie sehr subtil, also man erkennt jetzt nicht unbedingt so auf den ersten Blick, was das denn genau darstellen soll, aber trotzdem habe ich jetzt einen meiner absoluten Lieblingsorte immer mit dabei. Und dann haben wir uns noch ein paar Sachen für die Küche angeschafft. Und zwar als erstes diesen wirklich witzigen Pfannenwender. Ja, es ist ein Donald Pfannenwender. Ihr seht hier schon den Griff des Pfannenwenders. Und auch hier die flache Seite ist geformt wie Donalds Füße. Ist das nicht der absolute Knüller? Und ich finde auch durch diese Spitze hier könnte ich mir vorstellen, dass man mit diesem Pfannenwender auch besonders gut zum Beispiel unter Pfannkuchen oder sowas kommt. Also die westlichen Pfannkuchen, ne? Die Ballatschinken, nicht die Berliner. Also ihr wisst, ihr kennt das Spielchen. Also ich meine diese großen, flachen Dinger, Eierkuchen.
Genau. Habe ich bisher noch nicht benutzt, aber ich finde, Pfannenwender kann man nicht genug haben. Die sind einfach immer in Benutzung und jetzt haben wir auch einen wunderschönen Disney-designten Pfannenwender bei uns in der Küche. Yay! Außerdem mussten wir unbedingt diese tolle Schürze mitnehmen aus dem Themenbereich, wo Ratatouille ist. Mit dieser süßen kleinen Ratte könnt ihr hier erkennen. Chef de Cuisine. Und dann haben wir hier unten sogar noch ein Rezept für Ratatouille. Und dann auch noch hier ein paar Zutaten abgebildet. Also ich finde, ganz ehrlich, habt ihr jemals schon mal eine schönere Küchenschürze gesehen? Also ich nicht. Und wenn ich dann jetzt das nächste Mal bei uns in der heimischen Küche werkle, dann mache ich dabei auch noch eine gute Figur. Und weil mein Freund und ich absolute Teetrinker und Teefreunde sind, haben wir uns noch diese wunderschöne Teedose mitgenommen. Die ist natürlich, wie kann es auch anders sein, Alice im Wunderland inspiriert und das ist der Wonderland Tea für die Mad Tea Party. Und da seht ihr auch Alice mit dem Hasen und dem Uhrmacher und hier der kleinen Maus in der Kaffeekanne. Es handelt sich hierbei um einen grünen Tee mit Minze. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so ein Fan von grünem Tee, obwohl der natürlich unglaublich gesund ist. Aber in Verbindung mit der Minze finde ich das doch wirklich sehr, sehr lecker. Und es gab insgesamt drei verschiedene Designs und letztlich war diese Dose hier aber die hübscheste von allen. Deswegen haben wir diese mitgenommen. Und dann habe ich noch einen Disney Loungefly Rucksack geshoppt. Ja, wie kann es denn auch anders sein? Kein Monat vergeht ohne einen neuen Loungefly Rucksack. Irgendwann müssen wir wahrscheinlich hier anbauen, damit die ganzen Rucksäcke hier noch unterkommen. Tja, also, ne, Umzug ist schon mal am Stissel. Genau, aber das war eine Vorbestellung. Der Rucksack ist leider noch nicht bei mir angekommen. Soll aber, wenn alles gut geht, im Juli zu mir kommen. Das heißt, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, bis ich euch ihn zeigen kann. Aber ich blende euch hier mal ein Bild ein. Das ist nämlich ein Rucksack, der in der Main Attraction Collection rausgekommen ist. Jedes Jahr gibt es von Disney und Loungefly diese Main Attraction Collection und jeden Monat, also insgesamt 12 Stück, kommt eine neue Kollektion heraus, die an einer der Attraktionen aus dem Disneyland inspiriert worden ist. Und im Mai war das eben It's a Small World. Und ihr wisst ja mittlerweile, dass das eine Attraktion ist, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, auch den passenden Rucksack in diesem Jahr dazu zu kaufen. Es gab zwar auch noch passende Öhrchen, die haben mir allerdings jetzt nicht ganz so gut gefallen. Und da ich ja schon einige Öhrchen hier zu Hause habe, kombiniere ich das einfach mit ein paar Ohren, die ich schon zu Hause habe. Jetzt machen wir mal so die Überleitung zur dekorativen Kosmetik. Und auch da habe ich eine Produkt- bzw. zwei Produkte bestellt, die eigentlich heute ankommen sollten an meinem Drehtag, jetzt aber dann leider doch erst morgen ankommen. Deswegen kann ich sie euch diesen Monat noch nicht zeigen. Es handelt sich um einen Blush und einen Highlighter von Odenseye. Ja, die haben vor einiger Zeit eben neue Blushes und Highlighter gelauncht und da habe ich zugeschlagen. Wunderschönes Packaging, wirklich tolle Farben und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf diese Produkte und freue mich schon riesig, die auszutesten. Ich habe mir gedacht, ich mache euch einfach mal demnächst ein Full-Face-Odenseye-Video. Was haltet ihr davon? Und dann werden wir in diesem Video auch natürlich den Blush und den Highlighter ausprobieren und dann seht ihr alles nochmal in voller Größe und im Detail. Aber bis dahin,
ja, müsst ihr euch leider mit diesem kleinen Teaser über das eingeblendete Bild begnügen. Apropos Teaser, wer mir schon auf Instagram folgt, der hat mitbekommen, dass eine lang ersehnte Vorbestellung jetzt endlich bei mir angekommen ist. Und zwar die Glaminatrix Cosmetics Nocturnal Lidschattenpalette. Ja, leider ist dieses Schätzchen ziemlich zerstört bei mir angekommen. Ich habe es aber Gott sei Dank neu pressen können. Also zumindest die Shades, die kaputt gegangen sind, konnte ich wieder zurück ins Fännchen pressen. Wenn ihr wissen möchtet, wie ich das mache, dann habe ich dazu auch ein Video auf meinem Kanal veröffentlicht. Das ist schon relativ alt, ja, also wundert euch nicht, aber genauso wie ich das da beschrieben habe, mache ich das nach wie vor heute immer noch. Und das hier ist das Packaging der Lidschattenpalette. Wir haben hier so ein Fake-Leder, grün, waldgrün, wirklich schöne Farbe. Und wenn wir dann die Palette öffnen, dann sind das hier die Farben, die in der Palette enthalten sind. Und ich finde einfach diese Farbauswahl, dieses Farbkonzept hier unglaublich spannend. Und das, wenn ich das so anschaue, dann macht mir das auch direkt Lust, etwas Kreatives damit auszuprobieren. Und auch zu dieser Palette habe ich mir gedacht, drehe ich euch noch ein separates Video ab, in dem ich euch dann wieder alle Lidschatten auf dem Auge geswatcht zeige, zusammen mit einem Make-up-Look und zwei weitere Make-up-Looks wird es dann auch wie immer auf meinem Instagram-Profil geben. Und dann hat mich noch eine sehr, sehr, sehr spannende Palette erreicht und zwar von Fantasy Cosmetica, die Druid-Palette. Die war eine ganze Weile im englischsprachigen Raum in aller Munde, ist eine Indie-Make-up-Brand, die noch sehr unbekannt ist. Das ist nämlich ihre allererste Lidschattenpalette, die sie rausgebracht haben. Und die hat mich einfach von ihrem Farbkonzept total angesprochen. Wir haben nämlich hier so ein, ja, so ein waldiges, grunchiges Thema mit einigen Duochrom-Tönen. Und auch zu dieser Palette plane ich ein separates Video, wo ich euch, wie gesagt, alle Lidschatten mal auf dem Auge geswatcht zeige, was mit euch zusammen schminke und dann natürlich auch noch weitere Looks auf Instagram für euch veröffentliche. Da bin ich ebenfalls schon sehr gespannt drauf und freue mich schon riesig, die auszuprobieren. Dann wurde ich vor einiger Zeit von der lieben Annette auf Instagram angeschrieben. Annette ist nämlich eine Scentsy-Beraterin und hat mich darüber informiert, dass es bei Scentsy eine Ariel-Kollektion geben wird. Scentsy ist eine Marke, die Duftwachse und generell Duftprodukte und auch natürlich dazu passende Duftlämpchen verkauft und vertreibt. Und ich habe da schon mal am Rande was von mitbekommen, war aber nie so im Duftkerzen-Game drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber als sie Ariel gesagt hat, war ich natürlich direkt Feuer und Flamme und habe bei ihr diese besagte Kollektion bestellt. Und die würde ich euch jetzt sehr gerne einmal zeigen. Also, the star of the show ist definitiv diese wunderschöne Duftlampe. Ihr könnt hier erkennen, wir haben so ein durchsichtiges, türkisfarbenes Glas, das so strukturiert ist. Und wenn ihr diese Lampe anmacht, dann wird euer kompletter Raum in so eine Art, ja, Unterwasserschleier gelegt. Also es sieht wirklich aus wie dieses Schimmern, was man ja einfach sieht, wenn man unter Wasser taucht und nach oben Richtung Sonne schaut. Wunderschön und sehr entspannend. Ja, wir haben hier ganz viele Korallen und Blubberblasen und natürlich auch Ariel mit Fabius und ein paar anderen Meeresbewohnern. Das Besondere an dieser Duftlampe ist, dass sie mit Strom funktioniert. Also ihr braucht euch keine Sorgen über verrußte Wohnungen machen oder wegen Brandgefahr.
Da kommt eine ganz normale Glühbirne rein. Und hier oben habt ihr dann das Tellerchen, wo ihr euer Duftwachs reingibt. Das schmilzt dann und erfüllt dann eure Wohnung mit einem sehr schönen Duft. Hier im Boden dieses Deckelchens seht ihr auch noch Sebastian, wie er sein Leben chillt mit ein paar Blubberblasen. Wirklich toll. Liebe zum Detail ist hier auf jeden Fall vorhanden gewesen. Und in dieser Kollektion waren unter anderem natürlich auch noch Duftwachse enthalten. Es gab auch noch andere Produkte, die habe ich mir allerdings nicht gekauft. Ich steige da ja jetzt erstmal so ganz langsam rein. Und deswegen habe ich gedacht, mit der Duftlampe und den dazugehörigen Duftwachsen starte ich erstmal schön und verschaffe mir einen Überblick. Als erstes gab es hier den Duft Under the Sea. So sieht der aus. Und die Duftbezeichnung zu diesem Wachs lautet: Wahre Liebe wartet. Folgen Sie also Ihrem Herzen über Ozeane aus grünem Wasser, frischem grünen Apfel und blauen Hibiskusblüten. Und ich habe schon in einigen Reviews von anderen YouTuberInnen gehört, dass sie dieser Duft an dieses grüne Apfelparfum von DKNY erinnert. Und das heißt, wenn das euer absoluter Lieblingsduft beispielsweise ist oder ihr Düfte in diese Richtung sehr, sehr gerne mögt, dann solltet ihr euch diesen Duftwachs auf jeden Fall mal anschauen. Und dann habe ich noch den Duft Nummer 2 bestellt. Das ist Kiss the Girl. Der sieht so aus. Ebenfalls in diesem, ja, ich sag mal, türkis-grün-Mintton. Und die Duftbeschreibung für diesen Duft lautet: Sie werden sich mit bezaubernder Erdbeere, Himbeere, Limette und subtilen Wellen von Meeresnebel Hals über Kopf verlieben. Ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon sehr darauf, diese beiden Düfte auszuprobieren. Annette hat mich auch noch mit sehr, sehr, sehr vielen tollen Duftproben beschenkt, sodass ich jetzt erstmal ausprobieren kann, welche Düfte mir so gefallen. Ich lasse euch auf jeden Fall die Seite von Annette in der Infobox da, falls ihr Scentsy schon kennt und eine neue nette Beraterin sucht, dann freut sie sich bestimmt sehr, sehr doll, wenn ihr mal bei ihr vorbeischaut. Und ansonsten, wenn ihr Scentsy schon kennt, ich bin da ja jetzt absolute Neueinsteigerin, dann dürft ihr mir sehr gerne, wenn ihr mögt, mal eure absoluten Lieblingsdüfte in die Kommentare schreiben, denn ich brauche so ein bisschen Anregung, welche Düfte ich mir jetzt dann in Zukunft mal näher anschauen sollte. Ebenfalls passend zum Thema Disney habe ich im Aldi etwas gekauft. Ja, im Aldi. Und zwar dieses Disney-Prinzessinnen-traumhafte Ausmalposterbuch. So sieht es aus. Sehr, sehr günstig geschossen für 2,99 €. Hauptsächlich mitgenommen habe ich dieses Büchlein aber, weil da sehr, sehr schöne Sticker in diesem Büchlein enthalten waren. Und ich finde, schöne Disney-Prinzessinnen-Sticker gehen sowieso immer. Außerdem waren hier eben auch noch ein paar wirklich schöne Motive, unter anderem natürlich auch von Ariel mit dabei. Hier steht zwar immer so ein kleiner Spruch, das finde ich jetzt ein bisschen blöd, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber die Motive sind echt ganz niedlich und habe mir gedacht, ja, wenn ich mal wieder etwas gestresst bin und ein bisschen entspannen möchte, dann ist Ausmalen genau das Richtige und dann kann ich jetzt hier dieses hübsche Büchlein mit den Prinzessinnen zur Hand nehmen und einfach mal ein bisschen abschalten. Dann waren mein Freund und ich im Mai auch mal wieder in der Therme in Euskirchen. Die hat natürlich durch die Flut im letzten Jahr ganz schön gelitten gehabt und auch sehr lange geschlossen, um alles wieder herzurichten, zu reparieren, zu sanieren. Und ich glaube, seit Ende letztes Jahr ist sie wieder geöffnet. Und wenn wir mal so ein, zwei Tage einen Kurzurlaub benötigen, dann fahren wir dort sehr, sehr gerne hin.
Und auf dem Weg zur Therme sind wir an einem etwas unauffälligen, aber super spannenden kleinen Lädchen vorbeigekommen. Und zwar hat uns da eine total nette Frau begrüßt, die sowohl Modeschmuck verkauft hat, als auch Glaskunst. Ihr Mann ist nämlich Glasbläser und erstellt dort ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge. Dekorationsartikel, die man aufhängen kann, aber eben auch zum Beispiel Stecker für in Pflanzentöpfe oder für in den Garten oder Gläser, Schalen, alles Mögliche. Und da haben wir ein bisschen rumgestöbert und da haben wir dann letztlich unter anderem hier diese kleine süße Biene oder Hummel, eigentlich ist es eher eine Hummel, ne? Ist sehr pummelig hier, mitgenommen. Eben aus Glas komplett gefertigt. Eigentlich hat die Dame gesagt, ist das so eine Art Cocktailspieß, den man so in sein Glas geben kann und dann hier vielleicht etwas Obst oder auch eine Olive oder sowas aufspießen kann. Ich habe mir aber gedacht, ich würde die kleine Hummel gerne in einen unserer Blumentöpfe als Dekoration setzen. Und ich musste mir auch einen dieser Ohrringe mitnehmen oder besser gesagt ein paar Ohrringe mitnehmen, die mir unglaublich gut gefallen haben. Ich habe so ähnliche Ohrringe bzw. so ähnlichen Schmuck schon von Conplot, aber eben auch von Art Gianni. Das ist eine kleine Firma, die ich auf dem Weihnachtsmarkt hier in Köln kennengelernt habe. Und die haben auch diesen Opal, diesen irisierenden, schimmernden Opal. Und deswegen kann ich dann diesen Schmuck sehr, sehr schön auch mit diesen Ohrringen hier kombinieren. Sind natürlich relativ groß, aber ich finde, gerade wenn man so ein bisschen stämmiger ist, dann kann man großen Schmuck auf jeden Fall sehr gut tragen. Denn wenn man dann so ganz kleine Steckerchen nur trägt, dann gehen die so ein bisschen im Gesamterscheinungsbild unter. Und ja, ich liebe sowas, ne? Wenn man so zu Fuß unterwegs ist und einfach mal durch die Stadt stöbert und dann so kleine Perlen findet, ne? So süße Lädchen, die man, wenn man jetzt mit dem Auto dahin gefahren wäre direkt oder mit dem Bus oder dem Fahrrad, wahrscheinlich übersehen hätte. Und ja, da haben wir diese beiden wunderschönen Schätzchen entdeckt. Ich lasse euch natürlich wie immer alle Informationen zu den Produkten, die ich gekauft habe, mit Preisangaben und auch Homepages, unter anderem auch zu diesem kleinen Shop, da gibt es nämlich auch eine Online-Seite, immer in der Infobox da, dass ihr da nachstöbern könnt, falls ihr Lust habt. Und zum guten Schluss habe ich mir auch noch einen Fascinator gekauft. Ich war nämlich auf einer Taufe eingeladen und bin Patentante geworden und wollte da natürlich dann besonders schick aussehen und habe mir gedacht, dass ich zu dem Kleid, das ich ausgewählt habe, gerne noch irgendwie was auf dem Kopf hätte. Ein Hut oder so hätte ich ein bisschen zu viel gefunden, aber ein Fascinator, dachte ich mir, wäre genau das Richtige. Und da habe ich wirklich einen sehr, sehr schönen Fascinator auf Amazon gefunden. Den gibt es in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Farben. Ich habe mich hier aber für schwarz entschieden. Ihr habt hier so kleine Stränge mit Perlchen. Das ist hier so ein bisschen gedreht, so eine Art Blume. Es sind Federn mit dabei und auch noch so was Netzartiges mit Polkadots. Und das Coole an diesem Fascinator ist, dass ihr den entweder mit einem Haarreifen tragen könnt oder mit diesem Clip, je nachdem, wie ihr den befestigen möchtet. Und ich finde, das macht auf jeden Fall einiges her, oder? Was sagt ihr? Ich finde auf jeden Fall, das gibt so einem Outfit, gerade wenn ihr auf einem schicken Anlass oder zu einem schicken Anlass unterwegs seid, noch so das gewisse Extra, ne? Also nicht jeder oder jede kommt zu so einem schicken Anlass mit einem Fascinator. Und das waren sie auch schon, meine Schätze,
die ich im Monat Mai geshoppt habe. Ich hoffe, das hat euch gefallen und vielleicht war ja auch das ein oder andere interessante Produkt für euch mit dabei. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und für eure Zeit. Würde sagen, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Und bis dahin, passt auf euch auf, bleibt vor allen Dingen gesund und macht's gut. Mua! Tschüss, ihr Lieben!